Gang, whole lot of gang shit, you feel me? Whole lot of gang shit, you feel me? Wir reagieren heute zu Lil Uzi Vert, NFL. Neues Video vor 10 Stunden gedroppt. Und mir ist es jetzt egal. Ich reagiere jetzt auch auf Ami-Songs, weil Ami-Songs sind die einzig wahren. Fuck German Rap. I said what I said, you feel me, with my chest, you feel me? Puh. Dabei trinken wir eine erste FCK-Tasse. Sorry guys, mein Dad ist erster FCK-Fan. Ich nicht so, aber ich trinke gern Kaffee. In diesem Sinne, meine gebrüderten Brüder, lasst uns reinschauen. Also, die Single kam out of nowhere. Also, ich hätte echt nicht gedacht, nach dem Album, dem Pink Tape, wo sehr viele Banger auf jeden Fall drauf sind. Ist jetzt nicht das beste Album, aber auf jeden Fall ein Album, was nicht enttäuscht hat. In dem Sinne, weil da schon für jeden etwas da war, was nice ist. Und jetzt kommt er nochmal mit einer Single. Nächste Woche kommt Drake mit For the Dogs, For the Boys, man. Also ein Album von Drake. Bin ich auch sehr gespannt. Aber wir gucken uns erstmal Lil Uzi Vert, NFL. Wenn ihr nicht wisst, was NFL... Football League, you feel me? National Football League. Okay. Uh-huh. If you want, you can buy, you got the money. Uh-huh. You got $1 million for cars right now, bro. Uh-huh. The biggest, bro. No bap in my rap, you feel me? No bap in my rap. Never fall in love. Oh, okay. Jetzt wissen wir auch, was die Bedeutung davon ist. Yeah. BLB. Clowns and shit. Because a lot of you motherfuckers be clowning. Be clowning. Ek, ek. Mit dieser Red Nose. Fresh me with a bite, take no fresh me with a bite, big body, I feel no pain. I just smell my soul like I'm in NFL. Bitch, don't come up. Ich muss sagen, viele von den Rappern in Amerika sind auf diesem Devil-Shit. Diesen satanischen Scheiß. So, weißt du, das hört sich alles so an, als würde man gleich so in der Mitte irgendwas opfern und dann geht's los. Es ist... Der Shit got me turned. Keine Ahnung. Ob ich das jetzt befürworten kann, dass die alle so ein bisschen Teufel angehauchte Musik machen, weiß ich nicht. Ne? Ich bin ein bisschen gläubig und so, weißt du, aber... Ja, die Musik ist nice, was soll man sagen, was soll man sagen? Damn! I don't give two F's like a fanny bag. Babies, I need in a child, bitch. That's your bitch, not my concern, bitch. Fuck with me. Einfach ein Auto mit einem Asteroid. Alter, ich hab das ja gar nicht auf Fullscreen. Es tut mir leid, Leute. Jetzt könnt ihr das im vollen Genuss. Warte. Im vollen Genuss angucken. Weiter geht's. You don't like me with a Verdi. Also Lil Uzi ist auf jeden Fall jemand, der was so Style, Musik und so, der ist schon einer, der den Weg macht, auf jeden Fall für viele Leute auf der Welt. Da müssen wir uns auch nichts vormachen, jeder kopiert so ein bisschen, was die Amerikaner machen, das ist ja immer so. Und deswegen versuchen die immer neue Trends zu setzen. Ich finde hier das Outfit sehr wild. Weil es halt einfach sehr unique ist. Das ist ein sehr... Es ist oversized, aber mit diesem gerissenen Shit so. Und das ist einfach dieser Wild Rockstar Shit. Und mit den Chains, mit der...
Skibrille und alles so. Ist schon sehr wild, sehr, sehr wild. Mit den, ich glaube, I believe there is some Rick Owens on him, on his feet, you feel me? Okay. I got my chopper on me and they moving so sturdy. Yeah, if you wanna talk about me, I don't hope that he worthy. Yeah, we put that shit to a brain and we turn to a surgeon. Und don't play with Lil Uzi. Er kann dancen wie kein anderer. Der kann richtig heavy dancen. Der kommt aus New York, Digga. Don't, nee, der kommt aus Philadelphia. Aber er chillt viel mit New Yorkern. Und stimmt, die Philly, New Jersey und Memphis, die können alle dancen. Dancen, crazy dancen. On God. They never opened up the casket cause they were clerk Fresh we went back to no tip Fresh we went back to no tip Big body up here in the pit I just made my soul out like I'm in NFL Bitch don't call my phone, you heard I'm doing well Guckt euch mal die Chains an. Wie fett die Dinger sind. Ein R und ein G. Keine Ahnung für was das steht. Und die andere sieht so ein bisschen aus wie so das Ed Hardy-Zeichen. Auf jeden Fall sehr wilde, nee. Elliot könnte da auch drauf stehen. Auf jeden Fall sehr wild. Also, was das Ice Chain Game angeht, die Amis haben es ja auch erfunden. Muss man nichts vormachen und die wissen auch, wie man freshe Chains macht. Die ganzen Jewelry Stores mit Icebox und Eliante und was weiß ich, Digga, wen es dann noch alles drüben gibt. Johnny Dang, wenn du Grills machen willst, gehst du zu Johnny Dang. Also, die wissen schon Bescheid. Was cool ist. Musst du den Amis nichts vormachen, die wissen, die sind in einem ganz anderen Universum unterwegs als wir. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two apps like a Fendi Bell. Whippin' a deep bitch. Ich glaube, er sagt Fendi Belt und nicht Fendi Bag. Okay. Babies, I need an action, your bitch. That's your bitch, not my son, bitch. Fresh we went back to no tip. Fresh we went back to no tip. Big body up here in the pit. I just made my soul out like I'm in NFL. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two apps like a fan. Brody, guck es dir an einfach. Guck es dir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 bitches. 10 bitches shaking that shit like Jello. Yeah. Don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two apps like a Fendi Bell. Und sie leckt den Arsch von der. Astaghfirullah, ich will doch nur eine Frau. Eine Frau. Eine Frau ist besser als 1000 Bitches. Okay, pause, pause, hold on, pause, pause, pause. Er ist in seiner Unterhose im Private Jet und zählt sein Money. Okay, Flex, er hat einen Private Jet und Money. Aber in Unterhose? Okay. Weiß ich nicht, ob ich das sehen möchte. Okay. Lil Uzi, chill. Und da kommt schon wieder dieser Satan-Shit, Digga. Ein umgedrehtes Kreuz auf der Zunge. Also, für die Leute, die es nicht wissen, das umgedrehte Kreuz. Bedeutung. Bedeutet so viel wie, was bedeutet so? Es wird gedeutet als Mittel für zyklische Bewegung und kosmische Regeln, als Symbol für das Leben, die Sonne und das Glück. Echt jetzt? Ich dachte, es wäre so. Nach christlichem Überliefer. Okay, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch mich falsch verstanden, einfach so. Keine Ahnung. Weiter geht's. Too much lean on me, that wacky got me wacky. Yeah, I'm just trying to see if she wanna fuck me right there like damn. Das sind diese Rick Owens Moon Boots. Weiß ich nicht, ob ich die feier. Ich meine, wenn er es feiert, dann soll er es feiern, aber ich weiß nicht, ob ich es feier, weil ich feier es nicht so irgendwie, aber ich feier es, wenn es jemand feiert. Und das ist ja der Sinn der Sache. See if she wanna fuck me right there like damn. Yeah, I'm just trying to pop this little melon on his hand. Yeah, I can't even be fight no nigga pull out Trans Am. Yeah. Also es wird wieder Drogenkonsum befürwortet. Er poppt eine Perky und dann spielt er. Ist es ein lebendiger Hummer? Oder? I am so anointed. Damn, okay, das ist crazy. Das ist crazy. Ist auch irgendwie. Es ist halt geil für den Visual und so, für den Shot auf jeden Fall. Aber er spielt mit seinem Essen. Das ist ein lebendiges Tier. Kann man eigentlich nicht gutheißen. But they think I'm still satan, yeah. She is so annoyed when I'm bringing my triple C friends, yeah.
Hold on. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich sag dazu nichts mehr. Ihr seht, was ihr sehen müsst. Mehr muss ich nicht sagen. Mehr muss ich nicht sagen. Big body, I feel no pain. I just made my soul an enemy in NFL. Bitch, don't call my phone, you heard. Vaterlos, einfach vaterlos. Das war Birdman. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das war Birdman, eine Legende aus Amerika. Yes, sir. I don't give two F's like a Fendi Bell. Whoopin' all these babies I need and I can't get bitch. That's your bitch, not my concern, bitch. First we met back 10 on 10. First we met back 10 on 10. Big body, I feel the pain. I just made my soul a leg of me in NFL. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two F's like a Fendi Bell. Whoopin'. Okay. Uzi did his thing on this one. Auf jeden Fall, ich muss sagen, das war ein sehr guter Track von Uzi. Ist jetzt kein Song, den ich tausendmal tot höre, aber es war ein sehr solider Song. Das hat halt einfach gezeigt, dass die todeskreativ sind, dass die einfach immer wieder ihren eigenen Style finden und niemanden kopieren. Und es ist halt einfach einzigartig, was die für Mucke machen. Deswegen muss ich sagen, es ist von mir eine 7,5 von 10, vielleicht auch eine 7,8 von 10. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare auf, was ich noch reagieren soll. Liken, sharen, kommentieren nicht vergessen. Wer ist der freshest boy hier aus Hessen? Das ist Jan Kuja. Idee, 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 Idee.